Metal Leute, Zeppelin hier. Heute geht's mal was, das mich persönlich davon aufregt. Und ja, wieder Double Upload, ne? Ich muss ja die ganzen Klicks farmen, welche ich bestimmt bekomme. Und ich sehe überhaupt kein Pattern mit dem Thema der letzten Woche. Und zwar Kifferkinder, oh mein Gott, kann ich gute Überleitungen machen. Und zwar, ich habe an sich nichts dagegen, wenn jemand Cannabis konsumiert oder, ne? Kifft in Friedlichkeit, so. Macht euer Ding. Aber womit ich ein Problem habe, wenn irgendwelche kleinen Dreckskiddies, zum Teil sogar noch, was weiß ich, es hängt ja schon ab so fucking nochmal dem Alter von 11 an, so 10, 11-Jährige kiffen mittlerweile und laden die Scheiße auf fucking Instagram oder halt in meinem Fall, wo ich es immer sehe, weil ich ein Hurensohn bin oder Twitter benutze, eben auf Twitter. Und ich hasse es. Wie behindert sind diese Kinder, dass sie sich einfach... Wenn die Polizei einmal bei euch klopft, Junge, ihr habt da Beweise, dass ihr illegale Scheiße konsumiert. Wie behindert seid ihr, dass ihr so eine Scheiße macht und uns ins Internet stellt? So, ich habe kein Problem damit, wenn ihr in Ruhe zu Hause mit euren Freunden einbufft. Habe ich keinerlei Probleme mit. Ist mir so scheißegal wie nichts anderes im fucking Leben. Aber womit ich ein Problem habe, ist, wenn ihr euch damit irgendwie so brüstet, weil ihr seid ja cool, weil ihr konsumiert Cannabis. Und das ist natürlich auch so... Guck mal, meine Freunde, die ich mir bestimmt nicht nur im Kopf ausgedacht habe. Ich bin cool, ich rauche XY, so. Ist das gleiche mit Tabak, so. Macht das in Frieden, macht das, wenn ihr alleine seid oder ladet es zu wenig, zumindest nicht hoch, so. Da sehe ich es nicht. Da sehen es die Polizisten, die Netten, auch nicht. Tut mir den fucking Gefallen. Und ladet so eine Scheiße nicht hoch. Ich hasse es einfach. Ich habe nicht mehr wirklich viel zu sagen, so. Es ist halt einfach auch viel Fake-Kultur da drunter, aber naja. Du musst tun, was du tun musst, schätze ich. Mach, was du machen willst, ich kann dich eh nicht aufhalten. Ah ja, und Drogen ist böse, ne? Nur zur Sicherheit, falls die Polizei mal bei mir klopft. Also, das war jetzt das Video, bleibt toxisch, entbimmelt die Glocke, deaktiviert eure Abo, dislike meine fucking Videos und jetzt runter von den Rasen, ihr Hurensohn!